Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir sind. Ja, ich hole mir gleich Kaffee. Ich erzähle nur gerade was für unsere lieben Zuschauer. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind gerade im Big C. Das ist ein Supermarkt. Der ist, keine Ahnung, 10 Minuten oder so von unserem Airbnb entfernt. Und hier sieht alles relativ normal westlich aus, so wie ihr das auch kennt. Aber ich zeige euch gleich noch ein bisschen die Stadt in Bangkok. Das ist einfach so ein krasser Kulturschock. Diese ganzen Sinneseindrücke, wie die Leute hier teilweise leben und wie es hier überall riecht, das ist so krass. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also wer noch nicht in Bangkok war oder generell mal in Asien war, der, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man schlecht erklären, weil es riecht überall nach Essen, weil es an jeder Ecke gibt so Fressbuden, aber das ist gemischt mit der Kloake und überall stinkt es und es ist schon ein sehr, sehr interessanter Mix. So, und wir gehen jetzt erstmal einkaufen, weil wir haben immer noch nichts uns zu essen gekauft. Wir haben gestern Abend nur einen kleinen Snack gegessen. Und jetzt holen wir uns ein paar Lebensmittel, weil wir haben ja auch eine Küche, dann können wir kochen, dann können wir ein bisschen Geld sparen, das ist gut. Also, auf geht's, einkaufen. So, fertig mit Einkaufen und wir haben nicht wirklich viel bekommen, weil irgendwie braucht man, glaube ich, in Bangkok auch gar nicht so viel, weil es so günstig ist, essen zu gehen, dass wir uns nur ein bisschen was zum zwischendurch mal Essen besorgt haben oder dass man sich morgens mal eine Kleinigkeit machen kann. Und abends und mittags werden wir wahrscheinlich eher mal runter auf die Straße gehen zu den unzähligen Fressbuden und uns da was zu essen organisieren. Da, in dem wohnen wir. Es ist heute einfach wieder mega warm, aber es ist jetzt hell, das heißt, ich kann euch endlich mal zeigen, wie geil unsere Aussicht hier eigentlich ist, falls man sie denn sieht. Ich hoffe, man sieht sie. Richtig cool. Und jetzt, wie gesagt, ich habe es ja gestern schon angekündigt, steht für uns auf dem Programm, einmal zum Zahnarzt zu gehen und einmal zum Friseur zu gehen. Und ich würde sagen, wir fangen heute einfach mit dem Zahnarzt an. Wir haben uns eben zwei rausgesucht und die werden wir jetzt mal auschecken. So, wir sind back. Wir waren zwar noch nicht beim Zahnarzt, also wir waren schon beim Zahnarzt, aber der hatte keinen Termin frei, deswegen haben wir dem die Nummer da gelassen. Der ruft uns dann heute hoffentlich im Laufe des Tages an, wenn der Zeit hat. Ja, das ist Annikas neue Frisur. Schatzi, komm mal her, zeig dich mal. Ich habe sie nur kurz ein bisschen. Ja, aber sieht gut aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie nicht zu viel abgeschnitten hat, weil ich auf lange Haare stehe. Annika steht auf kurze, deswegen sind meine ein bisschen kürzer und ich soll die mir so rüber machen, sagt Annika. Das sieht gut aus. Was meint ihr? Könnt ihr mal nee. Komm, ich soll reinschreiben, ne? Bisschen Interaktion fördern hier, super. Und gleich würde ich sagen, gehen wir ins Fitnessstudio. Wir chillen jetzt noch ein bisschen, kommen noch mal ein bisschen runter, weil draußen ist echt warm und so durch die Gegend laufen, das ist schon, ihr seht es vielleicht, ich bin schon richtig am Saften. Ja, aber gleich machen wir Sport, dann gehen wir ein bisschen in den Pool. Ich sehe aus wie so ein kleiner Adolf. Warum? Ich weiß nicht, ich habe so einen Seitenscheitel. Ich brauche noch so einen kleinen Schnäuzer. Ich lasse mir den mal wachsen einen Tag und dann rasiere ich mir mal nur die Seiten ab und dann gucke ich mal, wie das aussieht. Ja, Annikas neues Sportoutfit, habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen. Hat sie sich extra noch gekauft, hat mich bequatscht, dass ich ihr ein Sportoutfit sponsere, damit wir Sport machen können, weil wir hier und in der nächsten Wohnung, in die wir ja gehen, da haben wir auch, ne? In Chiang Mai haben wir auch einen Gym, oder? Läuft bei uns. Wir wollen nämlich 2017 ein bisschen fitter werden, weil wir echt in Australien ein bisschen Gewicht zugelegt haben. Also jetzt wird erstmal ein bisschen Sport gemacht. Auf geht's. Sag nochmal, was du eben gesagt hast. Ich fetti. Ich habe 3 Kilo zugenommen. Oh, ich kann hier gar nicht drauf stehen, die ist zu klein für meine Füße. Lustig, ich habe auch genau 3 Kilo zugenommen. Australien, das war definitiv nicht unsere Stärkste. Nee. Australien hat uns echt fett und voll gemacht. Aber auch nur, als wir in einem Haus gewohnt haben, als wir noch als Backpacker im Auto unterwegs waren. Überhaupt nichts, aber da mussten wir auch ständig drauf gucken, was wir essen, was wir uns gönnen und was nicht. Und dann zuletzt, vor heute an Weihnachten, haben wir so übertrieben dekadent einfach mal uns 2 Domino's-Pizzas geholt. Und dazu dann noch 3 Dips. Einmal so eine Trüffelmayo, so eine fette Riesen. So eine Riesenschale und dann noch ein Ranch-Dressing. Als wäre die Pizza nicht schon fett genug, nee, haben wir noch dicken Mayo drauf. Damit du den Rand kannst du dann in die Mayo tunken. Boah, das war so dekadent, aber es war auch echt geil. Aber ja, da kommt's her, ne? So, und jetzt schnell
Badesachen an und dann ab in den Pool. So, das nenne ich mal Workout, ja. Das ist mein T-Shirt. Aber eigentlich hat mein T-Shirt diese Farbe hier. Also man kann gut erahnen, wo ich wie viel geschwitzt habe. Das ist übrigens meine neue Kamera, mit der ich jetzt immer vlogge. Mit dem guten Canon 10-22 ohne Bildstabilisierung. Deswegen wackelt das auch momentan immer noch so ein bisschen. Ich muss das mal gucken, ob ich das korrigieren kann irgendwie. Und das ist mein neues Mikro, dieser Puschel. Mit dem Rode Video Micro. Und das ist ein Canon 700D Buddy. Und Annika macht uns jetzt was Leckeres, Obstmäßiges. Das haben wir uns eben noch gekauft. Das habe ich alles geschnitten. Annika hat alles geschnitten. Natürlich nicht. Das kriegst du hier schon geschnitten so. Eine frische Ananas geschält. Das ist eine Mango, glaube ich, oder? Irgendwas nee, anderes? Honig. Honig, oder? Und das ist Papaya. Und für zwei Ananas, also so kleine Ananas, plus eine halbe Melone, plus eine halbe Papaya für 1 Euro. 1 Euro und das ist alles frisch. Die schneidet das jeden Morgen, schneidet ihr das frisch, dann schält ihr die Ananas so richtig geil, dass du da nicht mehr diese kleinen braunen Dinger drin hast. Dann schneidet ihr das noch extra klein für dich, wenn du das kaufst. Und irgendwie so eine Ananas 10 Baht. So eine halbe Melone 10 Baht und so eine halbe Papaya 10 Baht. Das ist so saugünstig. Wahnsinn. Ja, das gönnen wir uns jetzt und dann, wie gesagt, ab in den Pool. Also, unser Zimmer ist im 17. Stockwerk dieses Hauses und dieses Haus hat 32 Stockwerke, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Es hat übrigens kein 13. Stockwerk, sondern es hat dann 12, 12a, 14, weil wegen Aberglaube und so. Auf jeden Fall ist auf dem höchsten Stockwerk, dem 32. gibt es ein paar Penthäuser und neben den zwei Penthäusern, die es hier gibt, gibt es auch eine Skybar und diese Skybar hat auch Balkone. Und da stehen wir gerade drauf und wir sind gerade einfach nur... Alter. Wie geil ist das, bitteschön? Zieht euch das mal rein! Bangkok, ey! Vom 32. Stockwerk! Wirklich, Leute, ich weiß, was ich euch sagen soll. Ich glaube, dass ich habe noch nie so eine krasse Aussicht gehabt. Und ich finde selbst, wir waren ja in Dubai auf dem Burj Khalifa. Und klar, der ist unverhältnismäßig viel höher. Aber da hast du nicht so eine krasse Aussicht. Und auch diesen Mix von diesen Thai-Bruchbuden, wo die Ärmsten der Armen leben, die wahrscheinlich sich ihren Fisch noch selber fangen müssen. Und 100 Meter weiter die fettesten Wolkenkratzer. Ey, puh, ich bin baff so ein bisschen. Ich mache jetzt Fotos. Ich meine, warum habe ich hier diese super teure neue Kamera, wenn ich damit keine Fotos mache? Ja, so schnell vergeht die Zeit, ne? Leute, ist schon wieder Abendessen Zeit. Was haben wir hier gegönnt, Annika? White Rice. Chili. Auf dem Bahn. Lauch, warte hier. Auf Bali hatten wir so eine Frittierbude. Und die Frau hat immer, wenn wir was geholt haben und wir waren echt fast jeden Tag bei der. Und wenn wir was geholt haben, hat sie gefragt, Chili! Das ist jetzt unser Insider. Wenn einer von uns beiden Chili sagt, dann müssen wir voll lachen. Weil diese Frau hat halt immer, die hat nicht nur gefragt, Chili, sondern wir haben auch immer gesagt, nee, nee, danke, ne, das ist zu scharf. Und dann hat sie sich immer richtig einen abgelacht. Und das kann keiner von uns, kann das wirklich gut nachmachen. Deswegen lassen wir das jetzt auch. Aber dieses Chili... Das ist so eindrücklich gewesen von ihr, dass uns das auch heute noch amüsiert. Und wir hoffen, irgendwann nochmal nach Bali zu kommen. Und ich wette, sie steht dann immer noch genau an derselben Stelle. Also falls ihr interessiert seid, wo es in Bali die besten frittierten Gemüsebällchen gibt, dann kann ich euch gerne mal sagen. Es ist, ja. Guten Appetit. Jo Leute, das war's für heute. Das hat sich gereimt und was sich reimt ist gut und was gut ist, dem gibt man einen Daumen nach oben, damit wir uns hier richtig verstehen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Macht's gut. Schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Tschüss.